Auch wieder da? Gut, also wer jetzt das letzte Mal 20 Minuten geguckt hat oder 30 und jetzt auch gleich wieder von Anfang an da ist, nochmal. Es wird immer schärfer, aber okay. Wer Spaß dran hat, freut mich, dass ihr da seid. Also ernsthaft jetzt wirklich. Da ich heute so ein bisschen meinen sarkastischen Tag hatte, habe ich mir gedacht, wir machen das Ganze jetzt halt eben Themen, wo ich ein bisschen nett sein darf. Mal war ja wohl böse die letzten Wochen ein paar Mal. Künstliche Intelligenz deswegen, weil wir etwas brauchen, um die Übersicht dessen zu haben, was Faktoren eigentlich bedeutet. Wenn ich das über Gefühl mache, weil ich tagtäglich mit Kunden in Kontakt bin und deren Beratung mache und Support mache und die Becken hinkriege und dann ein Muster erkenne, das ist die eine Sache. Wenn ich sie sage, ist es eine zweite Sache. Aber wie das umzusetzen ist dann in einem Aquarium für jemanden, der das nutzen möchte, das war eigentlich immer ein bisschen dieses Manko. Das verständlich zu machen, warum, wann setze ich wie, was rein und was hat wann welche Auswirkungen. Entgegen diesen Mythen, die wir im Netz immer finden, RTN kriege ich deswegen, STN kriege ich deswegen. Das ist so nicht, sondern wir haben sehr viel komplexe Themen. Warum eine Koralle wann, wie stirbt? Also wir haben mehr Themen, warum sie stirbt, als warum sie wächst. Es wäre also einfacher, sich darauf zu konzentrieren, aber wir müssen uns ja leider mit dem Rest beschäftigen, weil so habe ich es gelernt. Also ich habe eigentlich nicht gelernt, wie es geht, sondern wie es nicht geht. So, und da mich das wirklich als Schwabe ja, wie gesagt, ich kann es ja nicht oft genug wiederholen, wirklich also zu Unwohlsein führt, wenn mir da sowas wegstirbt. Die Kritiker würden sagen, dass es nur um die Kohle geht. Das ist das, was die Schmerzen erzeugt, aber das schlechte Gefühl ist tatsächlich die Liebe zum Tier. Und in Kombination tut es wirklich weh. Deswegen habe ich mir das überlegt, wie wir diese Daten, die wir produzieren über dieses ICP, über dieses Labor und auch den Support, wie wir dieses Gefühl und dieses Muster wiederum euch zur Verfügung stellen können über die ICP. Und da ist diese Idee entstanden, dass wir diese ganzen Daten nutzen. Die künstliche Intelligenz vergleicht also eure Probe mit all den anderen Proben und zeigt schon von vorne hinein, was in der Zukunft passiert mit dem Aquarium, wenn es so weitergeht. Das ist also eine Wahrscheinlichkeitsberechnung. Wenn wir einfach wissen, verschiebt sich ein Wert in einer gewissen Reihenfolge, dann wird in hoher Wahrscheinlichkeit, also über 80%, das eintreten. Und das arbeiten wir immer weiter zusammen. Jetzt haben wir sehr viele Tests gemacht, also wir sind jetzt weit über 100.000, ich glaube bei 150.000 Tests, die wir so gemacht haben, 120.000 werten wir aktuell aus. Und jedes Mal, wenn du uns einen Test einschickst, geht er praktisch in seiner Gesamtheit damit ein und die künstliche Intelligenz lernt jedes Mal dazu. Das heißt, ich weiß, also hör zu, ich habe hier mit Cyanus zu tun, dann schaut man sich eben 10, 12, 20, 30, 40.000 Tests an, die mit Cyanus zu tun haben und dann siehst du Muster. Und diese Muster, dieser Faktor, den geben wir dir in der Forecast an, wo wir also schon einfach sagen können, machst du so weiter, dein Jod fällt runter, dein Fluor fällt runter und gehst du aus der Relation raus, dann hast du genau dieses Problem. Und es ist ganz easy zu sagen, du brauchst nur 5000 Becken nehmen, die Cyanus haben, du guckst dir die Wasserwerte an, du legst die übereinander und dann siehst du, ach guck mal, ist ja lustig, bei 99% ist immer dasselbe Muster im Spiel. Guckt man sich 5, 6, 7 an, sieht man das nicht. Guckt man sich 10 an, sieht man das auch nicht unbedingt, weil es ja eben unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Aber das Grundmuster, wann sich wie ein Becken verändert, in welche Richtung es läuft, basierend auf welches Versorgungssystem nehme ich, welches Futter gebe ich da rein, was hat das für eine Auswirkung im System, das kann man sehen, wenn man eine künstliche Intelligenz dahinter schaltet und diese Vorhersagen und die Relationen miteinander bringt. Deswegen sind die Relationen so wichtig. Heute will ich euch mal was zeigen, was einfach passiert, wenn sich Relationen verschieben. Um jetzt aber wieder zurückzukommen, ganz wichtig bei Relationen, um ein Beispiel zu nennen, wäre zum Beispiel das Verhältnis von Kalzium zu Strontium. Wenn ich eine ICP betrachte und ich sehe einen Kalziumwert alleine für sich, da steht dann 500 Kalzium, schaue mir den Strontiumwert später an, da steht jetzt zu mir, Strontium steht von 6 oder 5,5. Dann steht bei vielen ICPs ein grüner Haken dran oder ein Zeichen oder irgendwas, wo drin steht, das ist in Ordnung. Betrachtet man das Ganze jetzt aber in der Relation, dann wird man feststellen, dass es überhaupt nicht mehr in Ordnung ist. Was ist das Problem? Beide Stoffe werden fürs Wachstum der Koralle benutzt. Sie kann dann ihre Aufgabe nicht mehr ordentlich durchführen, das Strontium und das Kalzium hat. Was es genau ist, könnt ihr gerne mal nachlesen in unserer Wissensdatenbank. Das ist nochmal ausführlich erklärt, was Strontium macht und warum die Relationen sind. Aber kurz zum Erklären, die Koralle kann nicht mehr richtig wachsen. Wächst sie nicht richtig, verbraucht sie nicht genügend Nährstoffe. Die wiederum stehen dann dem Biofilm und den anderen Dingen, Sachen habe ich so oft gesagt in letzter Zeit, also sagen wir jetzt Dinge neuerdings, stehen zur Verfügung und die nutzen das dann einfach.
Und das kann dann einfach so Konsequenzen haben, dass selbst in einem extrem langlaufenden Aquarium, das eigentlich gar keine Belege kennt, plötzlich Belege entstehen. Betrachtet man das jetzt ein bisschen genauer, und das haben wir euch mal hier gezeigt, was hier bei uns in der Anlage hier passiert ist. Wir haben vor ein paar Wochen ein Krabbler-Video gemacht. Und das hat euch so gefallen, dass wir innerhalb von kürzester Zeit mit unseren ganzen Schnecken ausverkauft waren. Das heißt, in diesem Aquarium sind keine Schnecken mehr drin. Weihnachten, Neujahr, diese unsägliche Freude von Lieferanten, einen auch ständig zu beliefern, die war auch nicht besonders ausgeprägt, also haben wir auch wenig Material gekriegt. Fakt ist, dieses Becken hier vor allem, das muss jetzt gerade damit umgehen können, dass es gerade aktuell irgendwie nicht so viel Schnecken drin hat. Jetzt kann man sagen, naja, ein paar Schnecken, was werden sie schon machen? Die machen genau das. Genau das passiert jetzt hier. Weil ich keinen Umschlag mehr von Nährstoffen habe, die jetzt frei zur Verfügung stehen. Deswegen haben wir das Krabbler-Video gemacht, weil die Schnecken so unglaublich wertvoll sind, dabei, dass sie eben einen Stoffumsatz machen und dass sie Biomasse binden. Und diese Biomasse muss jetzt irgendwo hin, diese Energie. Wir kriegen sie ja nicht raus. Sie ist ja da. Alles, was wir reintun, ist drin. Eiweißabschirmung holt ein bisschen was raus. Der Rest verdampft ja nicht. Also, Energie wird nicht vernichtet, Energie ist da. Und es gibt dann immer irgendwelche Lebewesen, Bakterien, Viren, Archaeen, was auch immer. Das nutzt es einfach. Und das sieht man dann genau an solchen Belegensachen da. Wenn ich jetzt in Panik kommen würde und würde sagen, ah, das ist irgendwie ein Wertfalsch, dies oder jenes. Die Korallen stehen ja gut da, sie wachsen, alles gut. Und würde jetzt anfangen, dran rumzuspielen, mache ich das Ganze nur noch schlimmer. Ich muss also eine Diagnose machen, zurückgehen, zu sagen, warum ist das hier passiert? Okay, wir haben die Lampen geändert. Wir haben komplett die Lampen umgebaut. Wir hatten Weihnachten mit einem wahnsinnigen Stress, viel Tiere rein, rausgemacht. Also wirklich nicht das, was man eigentlich an der Anlage machen sollte, nämlich Ruhe, Gelassenheit und Stabilität. Dann haben wir die ganzen Schnecken rausgenommen. Wenn man das mal zusammenzählt, das sind locker 500, 600, 700 Schnecken drin gewesen. Dafür ist aber auch die Ernährung gemacht worden. Wir haben jetzt also die Ernährung nicht angepasst, auch aus Zeitmangel, weil viele Aufträge da waren, haben das Licht gewechselt, haben die Schnecken rausgemacht. Wir haben überhaupt nichts in Relation gelassen. Und dann ist die Folge, dass wir halt eben solche Belege, das ist eine Mischung aus Cyanobakterien, man wird den einen oder anderen kleinen Dinoflagellat finden. Es ist nicht schlimm, das ist nicht das Problem. Es greift auch nicht auf die Korallen über, aber es hat eine Auswirkung auf den Nährstoffhaushalt. Und was ist passiert? Natürlich sind die Nährstoffe dann runtergegangen. Da wir sowieso auf niedrigem Niveau fahren, ist die Änderung jetzt, sagen wir mal, von 3 Milligramm Nitrat auf 1 Milligramm Nitrat genprozentual gesehen halt sehr hoch. Das heißt, die Relation verschiebt sich sehr stark. Das können wir jetzt wieder zurückbringen. Nächste Woche kommen wieder Schnecken, die kommen wieder rein. Dann dauert es etwa genau so eine, ja, maximal eine Woche. Und beim nächsten, exakt gleich, wenn der Tobi das nächste Mal da ist, machen wir die gleiche Aufnahme wieder. Und dann werdet ihr sehen, wie das plötzlich wieder anders aussieht. Und hier ist es ja leicht zu sehen, weil ich eben nicht so viel Depoteffekt habe an Steine. Deswegen reagiert das Becken sehr schnell. Es ist also sehr instabil, aber das ist ein Tuchtbecken mit Absicht so gemacht. Hätte ich jetzt hier einen Haufen Steine, ein Material, hätten die das aufgenommen und dieses Depot gebildet und mir später die Probleme bereitet. Das ist, was dann bei euch im Aquarium entsteht, wenn ich zu viel Dekoration reinnehme. Und das ist dann auch die Auswirkung, wenn sich Relationen so verschieben. Deswegen ist der Schlüssel, der Key, alles, was wir machen müssen in der Meeresaquaristik oder in einem Aquarium drin, ist schlichtweg und einfach Stabilität auf den üblichen vorgeschriebenen Werten, weil die an sich stehen schon dann in Relation. Das heißt, wenn ihr eure Werte im Griff habt, habt ihr die Relation auch im Griff. Ist eigentlich ganz einfach. Muss man da nicht nochmal drauf gucken. Wir zeigen es euch, damit ihr das auch grafisch sehen könnt, wo die Optimallinien sind. Und diese Optimallinie ist halt nicht zu erreichen. Das muss es aber auch gar nicht. Wenn es innerhalb einem bestimmten Bereich schwankt, dann ist es halt wie bei uns Menschen halt auch. Es gibt welche, die sind größer und kleiner, trotzdem kann jemand sehr, sehr hübsch und aussehen und die Relation kann stimmen. Es hat nichts mit dem Gewicht alleine oder mit der Größe alleine zu tun, sondern eben in der Kombination. Und deswegen sind Relationen, so wie wir sie ausschreiben, mit Abstand das Wichtigste. Und lasst euch da auch nicht ins Boxhorn jagen, wenn da irgendwie da rumlamentiert wird oder gemacht wird. Sagt den Leuten einfach, sie sollen es doch mal beweisen über die Zeitraum hinweg und dann seht ihr weiter, ob es dann wirklich so ist oder nicht. Aber ich kann es euch versprechen, es ist so. Jetzt habe ich mich hier wieder komplett verquatscht. Das ist schwierig heute. Aber irgendwie, wenn ich halt da reingucke, dann beschäftigt mich das dann natürlich. Was mache ich, um das zu erkennen? Es ist mein Job, es ist mein Beruf. Ich sitze dann da, mache mir einen Kopf drüber. Das geht auch manchmal nicht von heute auf morgen und versuche eben, hier eine Lösung zu finden. Das, was ihr ja macht, wenn ihr vorm Aquarium seht, dann geht es euch ja oft so, dass ihr schon merkt, da ist irgendwas dran, aber was ist es jetzt genau? Weil es ja viel unterschiedliche Sachen gibt. Und jetzt kommt diese KI ins Spiel. Wenn ihr das mal beobachtet, diese Vorhersagefunktion, und ihr guckt euch die mal genau an, dann seht ihr manchmal 3, 4, 5 verschiedene Werte, die zueinander zeigen, wie sich die Werte bei euch entwickelt haben
und was es dann bedeutet. Diese Wertezusammenstellung basiert auf euren Testergebnissen, also die letzten 6 Monate, mindestens 5 Tests. Und dann fängt diese KI an, anzusehen, in welchem Verhältnis hat sich euer Aquarium wie verändert und wie steht es in Relation zu all den anderen Leuten, die das gemacht haben. Und wirft dann im Grunde genommen diese Warnung oder die Empfehlung dann aus, zu sagen, Achtung, dein Becken könnte sich da und dahin entwickeln, bitte gleiche die und die Werte aus. Und das basiert auf der absoluten Grundlage der chemischen Veränderung im Becken. Das bedeutet nicht, dass wenn ihr einen Salzeimer ins Becken werft, aus versehenerweise, dass ich das vorhersehen kann. Das natürlich nicht. Aber es ist auch der erste und es ist eigentlich der zweite Schritt der künstlichen Intelligenz neben der Überprüfung der Laborwerte, die wir ja dahingehend zusätzlich überprüfen, indem wir Werte überprüfen, wo wir für euch erwarten. Also wir wissen ja schon, was müssten wir für Werte haben bei euch und wenn wir die nicht erreichen, dann sehen wir das schon vorher. Das ist der erste Teil der künstlichen Intelligenz, die das überprüft. Die zweite ist jetzt, wie verhält sich euer Becken im Gegensatz zu all den anderen drumherum? Also nicht gegen einen Standard oder nicht gegen irgendeinen einzelnen Wert, sondern gegen diese Relation. Und da seht ihr dann einfach, okay, es geht in die Richtung. Das richtig Intelligente dabei ist jetzt, also nicht die künstliche Intelligenz, es ist ein Programm, die rechnet rum und lernt, das müssen wir auch ständig anpassen, damit es weitergeht. Das richtig Intelligente wird jetzt draus, jetzt habt ihr diese Daten, jetzt geht ihr zu eurem Supporter, zu eurem trainierten und zertifizierten ECP-Berater. Wir haben ja da einige, und zum Beispiel gibt es den Marc Fromm vom Köllitz und Frankfurt, es gibt den Marc Obermüller, Nautilus Aquaristik, Michael Mutzek zum Beispiel. Wie ihr schon an den Namen hört, sind das alles sehr erfahrene Leute, die ihre Erfahrung im Riff-Aquarium und das Gefühl, das sie entwickelt haben über die Jahre, mit euren Daten kombinieren können und dann sagen können, hey, so wie hier, ich lass mal laufen, das schalt's Licht eine halbe Stunde runter und nächste Woche sind wieder Schnecken drin und dann läuft das wieder. Und das ist das Intelligente dran, eben nicht sofort darauf zu reagieren, nur weil ein Wert auf Null ist oder ein Wert irgendwas zeigt und dann eben Hals über Kopf irgendwas am Becken macht, was letztendlich mehr Probleme verursacht, als das was hilft. Daher die Vorhersage und die Intelligenz bei uns ist die Verknüpfung aus Werten, aus Erfahrung, aus Menschen, die wissen, was sie tun und dass ihr einen Berater habt, der individuell auf euer Problem eingehen kann und den einfachsten, damit auch immer den günstigsten Weg euch zeigen kann. Nämlich den kleinen Tipps und Tricks, die man braucht, damit das zum Erfolg wird hier.